Hey Leute! Heute schauen wir uns an, wie die ersten Probleme auf dem Balkan entstanden sind, was man unter der orientalischen Frage versteht und wie das in einer Krise mündete. Also dann, let's go! Also ganz wichtig, um die Hintergründe auf dem Balkan zu verstehen, ist der Zerfall des Osmanischen Reichs. Falls ihr unser Video dazu noch nicht geschaut habt, macht das auf jeden Fall vorher. Ansonsten geht's jetzt los. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch »Der kranke Mann vom Bosporus«. So wird das Osmanische Reich während des 19. Jahrhunderts genannt. Dieses ehemalige Imperium bricht nämlich durch innenpolitische Probleme und fehlende Reformen einerseits und Aufstände innerhalb seiner europäischen Gebiete andererseits immer weiter auseinander. Diese Entwicklung bekam man natürlich auch in Europa mit. Logisch, dass man da immer ein Auge drauf hatte. Dabei war besonders Russlands Interesse geweckt. Aber warum? Einerseits kam zu dieser Zeit der Panslawismus in Europa auf. Das heißt eine Bewegung, die alle slawischen Völker in Europa vereinen wollte. Die Slawen sind eine ethnische Bevölkerungsgruppe, die besonders Gebiete in Osteuropa bewohnen, wie zum Beispiel Polen, Tschechien oder der Slowakei, aber auch auf dem Balkan vorkommen, wie in Bulgarien, Kroatien, Serbien oder Bosnien und so weiter. Aus dieser gesamtosteuropäischen Bewegung entwickelte sich dann separat in Russland nochmal eine spezielle Ausrichtung, der Panrussismus. Dabei fühlen sich die russischen Slawen gegenüber der in anderen osteuropäischen Ländern lebenden Bevölkerung überlegen. Aus dieser Vorstellung wiederum entstand die Russifizierung. Nein, damit ist jetzt nicht der exzessive Genuss von Wodka gemeint, sondern Maßnahmen, die den russischen Machtbereich erweitern wollen. Dabei hat man besonders einen Blick auf den Balkan geworfen. Wenn man sich die Lage des Balkans anschaut, dann sieht man direkt, warum die Russen ihn so attraktiv fanden. Denn Russland hatte großes strategisches Interesse an einem freien Zugang zum Mittelmeer, durch die Meerengen der Dardanellen und des Bosporus oder über die Küste der Adria. Das Problem war nur, die Kontrolle über diese strategisch wichtigen Meerengen unterlag dem Osmanischen Reich. Die anderen Großmächte fanden Russlands Bestrebungen aber eher gefährlich. Großbritannien, Frankreich und Österreich-Ungarn gingen deswegen nicht auf den Vorschlag Russlands ein, die europäischen Gebiete des Osmanischen Reichs untereinander aufzuteilen. Stattdessen wollte man den kranken Mann am Bosporus als Gegenmacht zu Russland auf dem Balkan aufrechterhalten. Ein Zusammenbrechen des riesigen Reiches hätte ein Machtvakuum verursacht. Was heißt das? Stellt euch vor, eine Person hatte die ganze Zeit über viel Macht und plötzlich fällt die weg. Jetzt möchte jeder diese Macht haben und es entsteht Chaos. Das können wir wiederum auf den Zerfall des Osmanischen Reichs übertragen. Ihm gehörten jahrhundertelang Gebiete auf dem Balkan. Wenn das jetzt plötzlich enden würde, dann würde man sich heftig darum streiten. Und gerade das wollten Großbritannien und Co. verhindern. Andernfalls war für Großbritannien auch die Handelsbeziehung zum Osmanischen Reich wichtig und die Kontrolle des Seewegs nach Indien. Das war einerseits ein wichtiger Absatzmarkt, andererseits standen die beiden Großmächte auch im Wettkampf um das rohstoffreiche Zentralasien. Wurde auch The Great Game genannt. Aber das nur am Rande. Weiteres Konfliktpotenzial gab es auf dem Balkan direkt. Wenn wir uns diese Karte hier genauer anschauen, erkennen wir, dass das Osmanische Reich noch ein relativ großes Gebiet auf dem Balkan hat, auf dem aber mehrheitlich Slawen wohnen. Das heißt nicht Muslime, sondern mehrheitlich orthodoxe Christen. Diese sahen sich aber nicht dem Osmanischen Reich zugehörig. Ist ja logisch. Wenn wir als Deutsche plötzlich unter zum Beispiel russischer Herrschaft stünden, fänden wir das ja auch nicht so geil, oder? Da hätten wir lieber unseren eigenen Staat. Und genauso war das damals auch. Es gab Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen, die immer wieder in neuen Aufständen mündeten. Wie zum Beispiel dem Aprilaufstand 1876. Diese Aufstände wurden von den türkischen Truppen aber blutig niedergeschlagen. Deswegen erklärten Serbien und Montenegro dem Osmanischen Reich den Krieg. Die haben aber ziemlich auf die Schnauze bekommen, weil die Truppen der Serben erstens total schlecht ausgerüstet und zweitens in der Unterzahl waren. Das machte jetzt auch die europäischen Großmächte und besonders Russland aufmerksam, das sich ja wie gesagt für die auf dem Balkan lebenden Slawen verantwortlich fühlte. Auf der Botschafterkonferenz in Konstantinopel wollte man das Ganze noch friedlich lösen. Allerdings machte die Hohe Pforte, so wurde die osmanische Regierung genannt, unter Abdülhamid II. Keinerlei Zugeständnisse und sagte, nee, kein Bock. Tja, soweit in diesem Video. Fassen wir den ganzen Kram nochmal zusammen. Das Osmanische Reich begann immer weiter zu zerfallen. Davon waren auch die Gebiete auf dem Balkan betroffen, wo es immer wieder zu Aufständen kam, die von den türkischen Truppen aber niedergeschlagen werden konnten. Russland sah sich als Schutzmacht der auf dem Balkan lebenden Slawen.
Stichwort Panslawismus und die Sonderform Panrussismus, wo sich die Russen so geil fühlten. Erinnert ihr euch? Ja? Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich.